2022 der neue Mazda 2. Eine Kooperation mit Toyota, so kann man sagen. Aber eure Variante ist sehr, sehr schick, muss man sagen. Optisch natürlich ganz anders. Full LED sieht hier danach aus. Und ganz, ganz viele Extras. Und das Ganze auch sehr schön gemacht mit vielen so Carbon-Optik-Elementen, die oben drauf sind. Und einer Garantie von 6 Jahren. Das ist natürlich ab Werk eine fast schon eine Kampfansage für Leute, die, ich sag mal, auf Zuverlässigkeit, Garantie und so weiter stehen. Er fährt sich wunderbar, ist ein richtiger Kleinwagen. Du sagst, man kann ihn unter 5 Liter fahren. Definitiv, also man kann fahren mit 4 bis 4,5 Liter, je nachdem, was man für eine Strecke fährt. Und ja, größtenteils ist man dann auch elektrisch unterwegs. Der Prozentanteil ist sehr, sehr hoch und somit erspart man dann enorm viel Sprit, ne? Ja, der ist gar nicht so teuer, muss man sagen. 28.900, das ist aber jetzt die höchste Ausstattungsstufe, die ihr habt hier. Voll bis unter die Decke. Also voll, voll, voll. Genau. Du bist der? Ich bin der Willi. Hallo Willi. Und du? Pierre, hallo. Willi und Pierre, wir sind im Mazda Zentrum Autohaus A. Müller GmbH. Wie heißt das ganz genau hier, Mazda? Auto A. Müller Trier. Gut, Mazda verkaufte ja. Das Ganze schon sehr, sehr lange. Ihr seid alt eingesessen hier quasi. Kann man sagen, so Mazda ist so der Inbegriff von Zuverlässigkeit. Kommt ja jetzt in dem Fall interessanterweise auch direkt aus Japan, nehme ich an, oder? Richtig, genau. Also dieses Modell spezifisch jetzt nicht. Das wird in Frankreich produziert und hergestellt. Aber alle anderen Modelle von Mazda werden in Japan und auch in Mexiko hergestellt. Die werden aber jetzt nicht in der Fabrik hergestellt, die, ich sag mal, normalerweise irgendwelche anderen Autos bauen, sondern die bauen das explizit für japanische Hersteller, oder? Dort in der Fabrik. Ja, kann man so sagen. Hybrid bedeutet, ein Vollhybrid, habt ihr zu mir gesagt, der hat keinen Plug-in, sondern keinen Stecker mit drin, sondern der rekuperiert quasi alles, was an Bremsenergie möglich ist. Sobald ich wahrscheinlich vom Gas weggehe, fängt er schon an und speichert zurück in die Batterie. Der kann bis zu 2 Kilometer fahren. Genau, richtig. Bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h kann der voll elektrisch fahren. Der Elektromotor schaltet sich auch bei höheren Geschwindigkeiten auch nochmal zusätzlich zu, um Sprit zu sparen, genau. Ja, ein sehr kompaktes Auto. Länge von dem? 3,94 Meter. Die Höhe auch sehr, sehr schmal. Das heißt also, dein Footprint unter 4 Meter kriegt überall einen Parkplatz, oder? Richtig, genau. Also gerade interessant für Kunden, die sehr viel in der Stadt fahren. Man bekommt halt wirklich überall, man kommt in jede Parklücke rein und ja, genau. Wo fängt der an, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt nicht volle Hütte haben, sondern vielleicht ein bisschen weniger? Es gibt verschiedene Ausstattungspakete. Ja, wir haben 3 Ausstattungslinien, einmal den Pure, Agile und die Selection. Der beginnt bei 20.990, der Pure, dann ist aber auch nicht viel drin. Fensterheber? Ja, mit Kurbel. Ist die Klimaanlage mit drin? Ja. Klimaanlage ist mit drin. Mach mal gerade hinten auf, bitte. Aber es gibt ja viele, die sagen, hey, langt mir. Allerdings darf man dann den hier nicht gesehen haben. Innen drin weiß, er ist komplett zweifarbig. Zielgruppe hier, ich sag mal, alle Leute, die kein großes Auto brauchen, ne? Richtig, genau. Also für Leute, die halt oft in der Stadt fahren, ne? Die halt gerade jetzt bei den Spritpreisen finde ich so ein Hybridmodell wirklich sinnvoll, da der jetzt kombiniert mit einer Gesamtlaufleistung von 4 Liter angezeigt wird. Deshalb finde ich so ein Modell echt sinnvoll heutzutage. Ja, die Bremsenergie wird ja umgewandelt. Das heißt, immer dann, wenn ganz viel Kraft aufgewendet wird beim Anfahren, hilft der Elektromotor mit, um da Sprit zu sparen. Definitiv. Also beim Anfahren hilft der Elektromotor mit. Es gibt auch im Fahrzeug selber, im Navi-Computer, sage ich jetzt mal, eine Anzeige, wo im Prinzip angezeigt wird, rekuperiere ich gerade, wenn ich vom Gas gehe oder wenn ich bremse. Der Kraftverlauf so ein bisschen, gell? Genau, genau. Treibt gerade der normale Motor das Fahrzeug an oder der E-Motor. Das habe ich überhaupt nicht gewusst, dass die eine Kooperation haben mit Toyota. Also sieht ziemlich cool aus. Ich bin ja langjähriger Toyota-Fan gewesen, muss dazu sagen. Die Qualität überhaupt von den Japanern, egal ob es Toyota ist und so weiter, ihr überbietet euch ja in Lebensdauer der Fahrzeuge. Das heißt also, solche Fahrzeuge sind durchaus angelegt für eine Lebensdauer von 15, 20 Jahren. Also die sind ja bei euch in der Werkstatt noch locker, oder? Ja, definitiv. Also ich sag mal, dafür kauft man auch Autos, um keine Probleme damit zu haben. Alles andere macht keinen Sinn. Die Garantie, hat die eine Beschränkung? Eigentlich Kilometer?
Ja, bei 150.000 Kilometer ist er beschränkt und umfasst halt volle 6 Jahre. So, steig mal hinten ein, bitte. Du bist ein großer Mann, 1,90 Meter. Gut, bin ich, ja, jetzt ist... Nee, du bist auf jeden Fall größer als ich und das ist jetzt mal ein spannender Vergleich. Ich guck mal gerade hoch, großes Glasdach, Panoramaglasdach. Lässt sich auch noch schließen. Okay. Ja, das ist natürlich die Ausstellungsmerkmale. Leder, Teilleder ist es hier? Ja, genau, das Stoff und genau, Lederkombination, richtig. So, Kopffreiheit, jetzt wird es eng bei dir, oder? Ein bisschen. Boah, ein bisschen Platz ist noch da. Also, gut, so das Dach trägt ja auch auf, oder? Nicht, das geht. Ja, also ich sag mal so 1,90 Meter würde ich jetzt auch nicht zwingend nach hinten jetzt dich verfrachten. Er hat eine enorme Tönung hinten. Das heißt doch große Person, jetzt ist er allerdings ganz vorne. Dein Platz wäre jetzt eindeutig vorne. Richtig, am Lenker. Genau, steig mal ein bitte, dass wir da mal kurz Beifahrer sehen. Das ist die Ausstattung. Schon ein bisschen Luxus, oder? Definitiv. Also hier haben wir alles drin. So, zeig mal gerade. Der größte anzunehmende Unfall, 1,90 Meter im Kleinwagen. Zurück geht auch noch. Geht auch noch. Das heißt, du fühlst dich wohl? Absolut, klar. So, der hat jetzt immer Automatik. Das heißt, der auch für knapp über 20 hat ja auch Automatik als Hybrid, oder? Ja, ja, also den gibt es nur als Automatikgetriebe, genau. Ist bei den Hybriden eigentlich gängig, ne? Ja. Mach mal vorne auf, bitte, den Kofferraum. Wir gucken mal rein. Gucken, ob da noch ein Motor drin ist. Klar. So, Hybrid-Technologie gehört mit zu den ausgereiftesten am Markt. Einer der allerersten, der ja angefangen hat damit, ist euer Kooperationspartner. Richtig. Macht das, glaube ich, jetzt schon weit über 20 Jahre. Und wenn, ich sag mal, er es nicht kann, wer kann es dann, oder? Vier. So, Dreizylinder? Richtig, Dreizylinder, 1,5 Liter Hubraum. Turbo? Nee. Okay. 92 PS, dann noch den Elektromotor mit 80 PS, Systemleistung insgesamt 116. Das heißt, der hilft auch, wenn die Batterie vollgeladen ist, ich starte zum Beispiel, dann hilft der Elektromotor mit, der geht schon gut, oder? Der geht gut, definitiv. Also man merkt halt auch schon, wenn der Elektromotor zuschaltet, dann fährt sich das immer ein bisschen anders. Go-Kart-mäßig geht es dann richtig ab. So, aber ohne Reue, das ist ja das Coole, da unten sind orangefarbene Kabel drin. Das heißt, das ist der Elektroteil. Ich muss mich um nichts kümmern eigentlich, oder? Das heißt also, das Auto geht vollautomatisch, muss nichts aufladen, gar nichts. Nee, hier hat man gar nicht die Möglichkeit, das Fahrzeug aufzuladen. Das war auch extra so gedacht. Also rein elektrisch kommt er, wie gesagt, bis zu 2 Kilometer. Man kann dann auch mit einem extra Button elektrisch fahren. Der Sinn dahinter ist aber, dass der Motor einfach entlastet wird. Und genau, Spritsparen, richtig, genau. Und man merkt auch, wie stark und wie schnell der rekuperieren kann. Das geht ruckzuck. Absolut. So, genau. Dann mach nochmal zu, bitte. Eine Knutschkugel, so ein bisschen, 4 Meter lang. 4 Türen mit drin. Hier in einem Schwarz Metallic. Steig mal bitte vorne ein. Dann zeige ich mal gerade, wie es hier drinnen aussieht. Lederlenkrad. Genau. Ausstattungslinie heißt jetzt wie, die hier? Das hier ist die Selection. Selection. So, da oben das Panoramadach, was du mit drin hast. Klimaautomatik? Genau, richtig, ja. 2 Zonen Klimaautomatik. Mhm. Dann hier oben großes Navigationssystem, machen wir bitte an. Das Navi ist bei uns jetzt hier anders in dem Fahrzeug. Ja. Das geht alles über Apple CarPlay oder Android Auto, ne? Okay, das heißt, du navigierst über dein Handy, ist aber hier mit dran. Geht das drahtlos, die Anbindung? Mit dem Kabel können wir das verbinden, genau. Wir haben auch hier die Möglichkeit, das alles aufzuladen, induktiv. QI ist auch drin. Genau, ja. So, und dann eine 12-Volt-Steckdose, dass ich mein USB-C auch anschließen kann. Mhm. Ich guck mal gerade hier vorne, Sitzheizung mit drin. Richtig, Sitzheizung. Hier mal zum Beispiel diese Modis, hier kann ich dann aussuchen, ob ich im Eco-Modus fahren will oder im Power-Modus sozusagen. Ne? Mhm. Und hier könnte ich dann rein theoretisch elektrisch fahren, also nur elektrisch. Je nachdem, wie die Batteriespannung ist, lässt das dann halt zu. Wenn die etwas geringer ist, dann eher nicht. Ne? Viel Platz haben wir auch hinten für insgesamt 5 Personen, 2x Isofix außen. Dann das Ganze geht, ohne dass ich irgendeinen Schlüssel reinstecken muss. Genau, einfach nur dabei haben, das genügt. Multifunktionslenkrad, mhm. Der hat, habe ich schon gesehen, aktiver Spurhalteassistent mit, ja, drin.
Also der hat im Prinzip alles, was man braucht. Toter Winkelwarner. Hier hat mir zum Beispiel die Anzeige, dass ich während der Fahrt im Prinzip weiß, worüber fahre ich gerade eigentlich über die Batterie. Gut, das hört man dann auch. Ne? Der ist flammneu. Wenn du den mal gerade auf Deutsch mal umstellst, ja, sonst kriegen die Leute Angst. Geht vielleicht nur auf Englisch. So, Sekunde. General Language Deutsch. Spannend. So. So, sieht doch besser aus, ne? Ja, zumindest, also ich hätte es zur Not noch verstanden, aber du weißt ja, wie es ist, nicht jeder spricht Englisch. Das geht es in 500 Sprachen, wie wir eben gesehen haben. Wenn du mal gerade nochmal aufs Menü gehst, eben dieses Menü, also da oben siehst du schon mal die Batterie, das ist der Zyklus. Du kannst auch zugucken, wie es aufgeladen wird, oder? Richtig, genau. Also hier drüber sehe ich dann im Prinzip, wie der Energiefluss ist, ob er jetzt vom Motor kommt oder von der Batterie. Und dementsprechend sehe ich auch, wenn ich vom Gas gehe oder aktiv bremse, wie die Batterie aufgeladen wird, ne? Ja, ich bin jetzt mal ganz bewusst mit meinem 2 Liter Turbo mal hergefahren und bin mal sehr sparsam gefahren und habe es geschafft, die Kiste unter 8 Liter zu kriegen. Hättest du besser den geholt, ne? Besser den geholt. Das heißt, wenn du es wirklich drauf anlegst, der Luftdruck stimmt im Reifen und alles, sind die 4 sind ungefähr realistisch? Ja, würde ich schon sagen. Also es kommt immer ganz drauf an, wie du fährst, ob du jetzt wirklich auf der Autobahn fährst, Landstraße oder halt Stadt. In der Stadt hast du auch viel die Möglichkeit zu rekuperieren oder gerade elektrisch anzufahren. Der ist in der Stadt sparsamer als auf der Autobahn, richtig? Wenn man richtig fährt, definitiv, ja. Ja, das ist nämlich das Besondere. Das heißt, üblicherweise ist genau umgekehrt. Das heißt, die Fahrzeuge sind ja auf der Landstraße, auf der Autobahn sparsamer als in der Stadt, weil da Stop and Go ist. Aber da ist der zu Hause. In Berlin, ganz, ganz viele Taxis sind Vollhybrid. Mhm. Das heißt, die müssen gar nicht aufladen. Aber das Besondere ist der Verschleiß. Die Fahrzeuge haben viel weniger Verschleiß. Das heißt, Kupplungen, das Ganze, Bremsen und so weiter. Richtig, ja. Die Autos halten viel, viel länger dadurch, dass der Elektromotor einmal bremst und einmal beschleunigt, oder? Genau, das ist richtig, ja. Gut. Habt ihr da keine Angst in der Werkstatt? Gar nichts mehr zu tun? Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Kommt schon. Wie schon gesagt, die Autos sind nicht so anfällig bei uns. Ja, das ist eben, glaube ich, auch das Besondere. Ja, Automatik bedeutet, ich habe was Besonderes, brauche nur noch einen Fuß, aber da gibt es einen B-Modus. Mhm. Was kann der besonders? Der rekuperiert dann noch stärker, ne? Das heißt, du brauchst das Bremspedal fast gar nicht mehr? Ja, du musst es schon noch benutzen. Ich sag mal, in Gefahrensituationen erst recht, ne? Aber ich sag mal, wenn du auf D fährst, rekuperiert er zwar auch schon, aber auf B nochmal extremer, wenn du dann vom Gas gehst, merkst halt einen stärkeren Ruck, ne? Okay, das heißt, das ist so ein bisschen wie auf der Kirmes, wenn ich dann weggehe vom Gas, dann fängt das an, wieder zu bremsen und die Energie, die ich dann gewinne, wenn ich zum Beispiel hier die Bitburger runterfahre in Trier, dann kann es vom Gas gehen und dann fängt es an zu rekuperieren. Irgendwann ist die Batterie auch mal voll. Was heißt, was wird denn weiter rekuperiert? Oder? Ja gut, das System passt sich da schon an. Ne? Mhm. Also, genau. So, der hat jetzt gar nichts drauf. Ja, Tankvolumen, das ist das Interessante hier. Du kommst also mit einer Tankfüllung, wenn du es drauf anlegst, locker 700 bis 800 Kilometer weit. Und das gerade mal bei wie viel Litern? Wir haben Tankvolumen von 36 Litern. Also ja, damit kannst also du 4 Liter, genau, ja. 4 mal 4, 8 mal 4 sind 32. Genau. Du kommst fast 1000 Liter, wenn du es drauf anlegst, oder? Ja, mir kurbeln mal ein bisschen runter, aber da kommst du auf jeden Fall richtig weit mit. Richtig weit. Das heißt, wenig tanken. Und viel fahren, das ist das Schöne. Dann ganz viel sparen dadurch, dass, ich sag mal, das Thema Service viel weniger Verschleiß hat. Das heißt auch Bremsen, Bremsscheiben, Kupplungen und so weiter. Das wird alles extrem entlastet. Und ich bin mal sehr gespannt. Das Ganze mit einer Technik, die es jetzt nicht erst seit gestern gibt, sondern mit dem Partner zusammen wirklich schon uralt ist eigentlich. Also unglaublich auch nochmal weiterentwickelt. Mhm. Chart, ich guck mal gerade ganz kurz drauf. Du hast dann nochmal 3 verschiedene elektronische Displays in der Mitte. Genau. Da kann ich zum Beispiel im Prinzip sehen, wie schnell wir unterwegs sind, ob wir gerade den Elektromodus mit dabei haben, ob der gerade auflädt. Und in der Mitte sind halt Assistenzsysteme und weitere Informationen. Ne? Komm, wir gehen mal raus. Schönes, kompaktes Fahrzeug. Mazda bei Müller, euch gibt es einmal in Trier. Ihr seid aber, glaube ich, auch in Saarlouis, oder? Richtig, Saarlouis in Losheim. Und Losheim. Mhm. 3-mal seid ihr da. Das Auto habt ihr überall dort stehen? Genau, das steht an jedem Standort, damit man sich das mal angucken kann. Genau. Ist das ein wichtiges Auto für euch, der Mazda 2? Definitiv, ist jetzt ganz neu. Bieten wir jetzt auch unseren Kunden halt an.
bei so einem kleinen Fahrzeug, das sich elektrisch fortbewegt. Ne? Das Ganze als Hybrid. Und wichtig ist auch, ihr braucht keine Aufladestation. Die Versteuerung ist allerdings als Geschäftswagen ganz normal. Aber ich kann mir vorstellen, dass ganz, ganz viele das auch als Privatauto kaufen, oder? Absolut. Ich sag mal, du hast ja eine enorme Spritersparnis bei deinem Fahrzeug. Und das ist bei den Spritpreisen momentan, ja, vorteilhaft für jeden. Ne? Ja, 5. April 2022, der neue Mazda 2. Vielen Dank fürs Einschalten. Und es geht los ab um die 21.000, sage ich jetzt mal, also mit allen drum und dran. Genau, sagen wir so circa 21.000. Dann haben wir schon das Fahrzeug in der Basisversion. Und mit gewissen Extras gehen wir halt ein bisschen höher.